Wo ist denn eigentlich Papa? Im städtischen Altenheim. Routinevisite wie jeden Samstag. Also auf dem Land könnte ich nie leben. Nein? Warum bist du denn dann hier? Setz dich doch rüber zu ihm. Das nimmt ja geradezu krankhafte Ausmaße an. Wovon sprichst du? Na, hör mal. Holger kommt wie vom Affen gebissen hierher, um mich zu suchen, mich zurückzuerobern. Eike hält es nicht aus ohne seine angebetete Studienrätin. Nein, da sitzen sie beide vor der Pfarrerstochter, als ob sie das Wort zum Sonntag einüben wollten. Und dabei kriegt sie doch ein Kind. Eben. Was? Sie kriegt ein Kind. Das löst Schutzinstinkte aus. Du hol mir mal die Schüssel mit dem Wasser raus, ja? Die Frage ist, ob wir dich auch noch besuchen dürfen, wenn du ab morgen wieder bei deinem Vater wohnst. Natürlich. Er wird euch eben nur damit abfinden müssen, dass er laut darüber nachdenkt, wer denn nun der Vater ist. Ach, da würde ich ganz einfach sagen, ich. Schon alleine, um das ewige Rätselraten zu beenden. Hm? Da kommst du aber zu spät. Ich habe ihn schon gestern angeboten, als der Vater einzusprechen. Na sowas. Was sagt denn Sabine dazu? Genau das gleiche wie Kerstin. Nichts. Muss man ein Kind kriegen, um gleich von zwei Kerlen angehimmelt zu werden? Mädel, mach da ja keine Probe aufs Exempel. Und was hat also diese Inken an sich, was ich zum Beispiel nicht hab? Muss etwas ganz Ungewöhnliches sein, was von der Inken ausgeht. Das kannst du schon daran sehen, dass Eike und Holger sich nicht in die Haare kriegen. Im Gegenteil. Der gemeinsame Gegenstand der Anbetung macht sie seelenverwandt. Das ist es. Was ist was? Männer, die einen Rivalen haben, sollten sich nicht an die Gurgel gehen, sondern beglückwünschen. Ja, sie haben den gleichen Geschmack. Die absolute seelische Harmonie. Eine Eifersuchtstragödie ist deshalb so unpassend und über die Maßen lächerlich. Wie wenn ich einen Beethoven-Liebhaber umbringe, nur weil ich Beethoven auch liebe. Da hast du eigentlich recht. Das ist interessant, Oma. So? Hast du es auch praktiziert, wenn Opa mal? Na, hör mal, wer bin ich denn? Hat nur so gerauscht im Karton, wenn ich gemerkt habe, dass sich da was tut. Nun guck nicht so entgeistert. Die Menschheit hat viele richtige Erkenntnisse, die sie nicht in die Tat umsetzt. Schwester Veronika, Sie sollten die Angehörigen von Herrn Maschke verständigen. Geht es ihm so schlecht? Nicht im Sinne von Schmerzen. Es geht wohl zu Ende. Naja, das Alter. Ja, eben. Sagen Sie den Angehörigen, sie sollen nicht erst am Wochenende kommen, da könnte es zu spät sein. Gut. Schauen Sie noch kurz auf Frau Kleinschmidt. Hat sie wieder Herzbeschwerden? Nein, heute nicht. Aber sie freut sich doch immer so, wenn Sie kommen, Herr Doktor. Nur für ein paar Minuten. Gut. Tag, Frau Kleinschmidt. Doktor, na, so eine Freude. Ich stehe gar nicht auf Ihrer Krankenliste und Sie schauen trotzdem rein. Ist doch Ehrensache. Niemand kann so eindrucksvoll erzählen wie Sie, was ich für ein Lausejunge früher war. Stimmt doch. Das sagen Sie doch nur so. Das wollen Sie doch gar nicht wahrhaben. Sie wollen nur nicht zugeben, dass Sie aus Mitleid kommen. Also, Frau Kleinschmidt, jetzt werde ich aber gleich böse. Mitleid? Das haben Sie doch überhaupt nicht nötig. Wollen wir mal sehen? Hat den Puls einer 40-Jährigen und redet so einen Unsinn. Na, nun mal los, Frau Kleinschmidt. Erzählen Sie ein paar Dönsches von früher. Ich kann eine amüsante Abwechslung gebrauchen. Na gut. Dann erzähle ich mal die Geschichte,
wie ihr Lümmels den Gendarm verkohlt habt. Na, wie war's, mein Junge? Soll schon gewesen sein. So viele Alte und Kranke. Das ist jedes Mal wieder schwer zu verkraften. Falls du jetzt nach dem Wagen der Sabine Ausschau hältst, sie ist nur mal in die Stadt gefahren, um Farben zu kaufen. Was wäre denn besser, wenn sie noch da oder wenn sie fort wäre? Also der Eike hat kaum noch einen Blick für sie. Seinetwegen kannst du nicht mehr gegen sie sein. Ich bin doch gar nicht gegen sie. Nein? Nein. Wenn sie wirklich hauptsächlich nur deshalb hier wäre, um zu malen und dir ein paar Tipps zu geben, dann würde mich ihre Anwesenheit nicht im geringsten stören. Weshalb sollte sie denn sonst noch hier sein? Ich will dich ja nicht verdächtigen, Mama. Schon weil dir jede Art von Hinterlist und Tücke völlig fremd ist. Aber wenn dem nicht so wäre, wenn du nicht ein so geradliniger und unintriganter Mensch wärst, dann müsste ich vermuten, dass dein Kursus im perspektivischen Zeichnen nur ein Vorwand war, um Frau Buschmann-Rathjen hierher zu locken, damit ich ihr ins Netz gehe. Deine Beschreibung meines Charakters trifft völlig zu. Aber ins Netz solltest du trotzdem. Ja? Warum denn? Jetzt kaum, dass ich meine Freiheit wieder habe? Von welcher Freiheit sprichst du? Annemarie hat dich nicht aus der Haft entlassen. Sie benutzt jeden Vorwand, hier aufzutauchen, um dich wieder in Fesseln zu legen. Die Scheidung war nur ein Schachzug von ihr. Du sollst das Gefühl eines Verlustes haben. Aha. Und da meinst du, es ist besser, sich in das Netz von Sabine zu begeben? Natürlich. Sie hat einen Vorteil. Ich mag sie. Ich gebe zu, das wiegt schwer. Da muss ich sie natürlich auch schwuppdiwupp mögen. Denn was hätte ich von einer Frau, die ich liebe, du aber nicht? Ja, das siehst du ganz richtig. Nur schwuppdiwupp ist albern. Denn du magst sie ja schon. Du bist grob, unaufmerksam, desinteressiert. Lauter Sachen, die dir viel zu anstrengend wären, wenn du nichts zu verbergen hättest. Und was verbirgst du? Deine Zuneigung. Meine Zuneigung, liebe Mutter, gehört den Fischen. Ich fahre eine Stunde weg, angeln. Ach, Herr Doktor, haben Sie noch eine Minute Zeit? Ja, was gibt's denn? Ja, ich würde Sie ganz gerne mal was fragen. Ja, schieß mal los. Haben Sie noch andere Arbeiten zu erledigen? Weil, naja, der Stall ist ja nur auch fertig. Nö, nicht, dass ich wüsste. Aber du kannst ja mal meine Mutter fragen. Mutter? Nee, hab ich schon. Die weiß auch nichts. Tja, Tam. Tja, dann können Sie sich natürlich fragen, was ich hier überhaupt noch will. Nee, das brauche ich nicht zu fragen. Das weiß ich. Du hast eine Schwäche für Inken. Aber Inken kehrt morgen das Haus ihres Vaters zurück und dem Eike scheint Inken auch nicht gleichgültig zu sein. Ach, das stört uns nicht. Unsere Schwäche für Inken, die ist mehr so, mehr geistige Art. Ja, als wenn wir alle drei Geschwister wären. Und wozu brauchst du da noch Arbeit? Sie möchte ich als Vater haben. Dich als Vater zu haben, ist schlimmer als gar keiner. So. Ja, vielleicht habe ich auch die verkehrten Kinder. Wessen bezichtigst du mich denn? Mangelnder Zuwendung. Ich verkümmere. Ich habe eine richtige Identitätskrise. Ach, Kindchen. Vielleicht hast du einfach nur zu viel darüber gelesen. Oder mit deiner Mutter zu viel darüber diskutiert. Ich mach dir einen Vorschlag. Kommst du mit zum Angeln? Mann, ich will nicht angeln. Ich will Action. Am liebsten würde ich Holger links und rechts... Ich weiß nicht, was du willst. Du hast doch mit ihm Schluss gemacht. Nicht er. Du bist mit diesem Stefan in den Harz gefahren. Mann, erzähl mir doch nicht, was ich selber weiß. Sowas kann ich mir schon ständig von Oma anhören. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Auf Regen folgt Sonne und wer schaffen will, muss fröhlich sein. Mann, so ein Schnickschnack nimmt man doch gar nicht auf, wenn man echt ausgepowert ist. Ausgepowert, wenn ich das schon höre. Du bist nicht ausgepowert, du langweilst dich nur. Wenn du mal Ausgepowerte sehen willst, dann musst du da hingehen, wo ich gerade herkomme. Ins städtische Alters in Siechenheim. Da liegt eine 96-jährige Greisin. Der geht ein Leuchten übers Gesicht, wenn ein Sonnenstrahl in ihr Zimmer fällt oder ein Schmetterling vorbeifliegt. Da geh mal hin, bring ein paar Blumen mit und deine Identitätskrise ist beseitigt. Ist das dein Ernst? Natürlich.
hilft? Das hilft dir. Und dir auch. Du, das mache ich. Ja, umso besser. Sie heißt Adele Kleinschmidt, Zimmer 24. Bei ihrem Sohn bin ich noch zur Schule gegangen. Und zwar zu einer Zeit, als man noch an den Ohren gezogen wurde, wenn man nicht spurte. Sie haben mich vielleicht erschreckt. Na, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Wieso? Ich wollte mich gerade ausziehen und ein Sonnenbad nehmen. Da habe ich aber Pech gehabt. Wollen Sie auch einen Apfel? Ja, gern. Bravo. Gut getroffen. Ich kann nehmen alles. Irrtum. Haushalten und Kochen zum Beispiel kann ich nicht. Aha. Sie man deshalb nach Saudi-Arabien getürmt? Entschuldigung, war ich böse gemeint. Weiß ich. Ich könnte ja zurückfragen, sind Sie deshalb von Ihrer Frau geschieden, weil sie auch nicht kochen kann? Nein. Warum kommen Sie nicht rüber geschwommen? Sie sind ja heute von herzerfrischender Unkompliziertheit. Heute? Ja. Kein Scherzartikelpäckchen. Kein was? Naja, diese Spaßgeschenke zum Kindergeburtstag meine ich. Die man zigmal einpackt, damit man so spät wie möglich dahinter kommt, was drinsteckt. Wenn man dann endlich alles entblättert hat, dann hat man ein Fläschchen Liebesperlen für einen Groschen in der Hand oder so. Na und, was haben Sie gegen Perlen? Und vor allem, was haben Sie gegen die Liebe? Unser Gespräch wird mir jetzt ein bisschen zu heikel. Ich male sie. Mit Angel? Nein, ohne. Oh, Sie haben ja einen Charakterkopf. Das sehen Sie jetzt erst. Klar. Meinen professionellen Künstlerblick habe ich ja nur drauf, wenn ich male. Man sollte Sie beim Malen malen. So ausdrucksstark, so voller Hingabe an die künstlerische Inspiration. Doch wirklich, wenn ich malen könnte, würde ich es jetzt malen. Dieses unterkühlte Feuer in den Augen. Darf ich mich mal im Genick kratzen? Nein. Es juckt aber so. Ein paar Minuten müssen Sie schon noch durchhalten. Dann ist der Rohentwurf fertig. Um Gottes Willen. Wie lange dauert das Ganze noch? 3 bis 4 Stunden. Ja, ja. Und dann hast du zu deinem Vater gesagt, die besuche ich mal? Ja. Na, das heißt, eigentlich war es sein Vorschlag. Aber morgen komme ich von alleine. Gut. Aber dann trinken wir einen. Was? Ja, ein Schnäpschen. Und mach mal die Schublade auf. Nimm meine Geldbörse mal raus. Ja, nimm einen 20er. Nun mach schon. Da. Komm, da kaufst du uns morgen ein Schnäpschen dafür. Ein Korn, aber einen von der besten Sorte. Und 2 Gläschen. Die wollen das hier nämlich nicht. Dass man sowas trinkt, die wollen hier überhaupt nichts. Weil hier ist alles verboten, fast alles verboten. Ja, aber ist das denn gut? Schnaps in Ihrem Alter? Ach, im Alter, da ist doch fast nichts mehr gut. Aber lieber an einem Schnaps gestorben, als aus lauter Langeweile. Als ich noch früher
in meinem kleinen Häuschen lebte, da habe ich mir jeden Tag einen kleinen genehmigt. Aber das ist ja nun vorbei. Willst du auch mal Doktor werden wie dein Vater? Vielleicht, wenn ich mein Abi schaffe. Aber ich bin ziemlich unaufmerksam. Och, das war ich doch auch. Ich war bildhübsch. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was? Oh doch. Die Kerle haben mich richtig konfus gemacht. Anfangs habe ich mich ja dagegen gewehrt, aber später, dann ist es mir doch in den Kopf gestiegen. Ja, mach mal unten das Schränkchen auf, ja. Nimm mal das Buch raus. Schlag mal auf. Die erste Seite. Ja, das bin ich. Da war ich noch jung. Das sind wirklich Sie? Ja. Und getanzt habe ich wie eine Verrückte. Da blieb den Männern die Puste weg. Ja, und heute, da muss ich die Schwester rufen, wenn ich mich mal im Bett rumdrehen will. Ich will dir mal was sagen, Kindchen. Der Mensch hat zwei Möglichkeiten. Jung zu sterben, aber das ist nicht gut. Oder alt zu werden. Aber das ist auch nicht besonders gut. Naja, Sie sind doch nur körperlich alt. Also geistig, würde ich sagen, sind Sie doch noch völlig auf dem Laufenden. Ihnen kann doch niemand was vormachen. Ja, da hast du recht, mein Hase. Ja. Aber was fängt man mit seiner Schleue und seiner Erfahrung an, wenn man da liegt und an die Decke döst? Deshalb bin ich ja so froh, dass dein Vater zu dir gesagt hat, besuch sie doch mal, die alte Frau Kleinschmidt. Ja, dann erzähl ich dir was von früher und du erzählst mir was von heute. Ja, so machen wir das. Ja, aber für heute ist Schluss. Ich habe mich lang nicht mehr so anregend unterhalten. Das macht müde. Ja, und vergiss nicht, den Schnaps zu kaufen, wenn du morgen wieder kommst. Bestimmt nicht. Ja, und kannst du mir vielleicht das Kissen dann ja, klar. Richtig unter den Kopf schieben? Ja. Ach doch. Ja. Jetzt? So? Ja. Und grüß deinen Vater schön. Ja, mach ich. Ja, du bist eine feine Bär. Tag, Frau Mathiesen. Ja. Ist der Doktor da? Der ist mal kurz weg. Hat Herr Lütte was? Ja. Komm. Zeig mal deinen Arm. Na ja. Da hat dich eine Wespe gestochen. Stachel steckt ja noch drin. Hm. Da brauchen wir den Doktor gar nicht. Komm mal mit rein. Komm. So, setz dich mal dahin. Tut nicht weh. Mal sehen. Hup. Na, gar nichts gemerkt, was? Jetzt mache ich dir eine schöne Salbe drauf. So, dann mal her. So, alles wieder in Butter. Wenn es zu arg brennt, dann kühle die einen Stich von der Hand. Mach ich. Hm? Danke, Frau Mathiesen. Und Thorsten. Und gelegentlich bringe ich Ihnen mal ein Fuderholz vorbei. Ja, schon gut, Hans. Naja. Keine herabsetzende Kritik, sonst werfe ich Sie ins Wasser. Ich kritisiere nicht das Bild. Ich kritisiere das Original. Was habe ich denn für böse Augen? Gucke ich immer so? Hm. Meistens. Entsetzlich. Also, wenn ich krank wäre, zu dem Arzt ging ich nie. Was ist denn das Blaue da an meinem Kinn? Künstlerische Freiheit. Und das Grün? Da hinter meinen Ohren? Blätter. Nichts als Blätter. So, jetzt packe ich zusammen. Ich will nach Hause. Meinen Sie mit nach Hause Ihr kleines Zimmer bei uns unterm Dach?
oder Hamburg? Hamburg. Übermorgen fängt die Schule wieder an. Und Sie fahren anderthalb Tage und Nächte von Dekelsen nach Hamburg? Was, sowas. 4 Tage war ich so gut wie Luft für Sie und jetzt wollen Sie mich auf einmal überreden, noch einen Tag zu bleiben? Ja, das will ich. Warum? So bin ich nun mal. Kolossal eigensinnig. Ich aber auch. Sie bleiben also nicht? Nein. Bekommen Sie Besuch aus Saudi-Arabien? Falls dieser Besuch einmal kommt, dann nur, um die Scheidung über die Bühne zu bringen. Da waren es noch 14. Das spricht sich rum. Eines Tages predigt er von der leeren Kirche. Wer etwas auf sich hält, will mit so einem Pastor ja auch nichts zu tun haben. Da, guck mal, da kommt die. Gleich mit 2 Kerlen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob der Pastor die Inken etwa wieder bei sich aufnimmt. Ich geh mal schnell zum Bäcker Kuchen holen. Ja. Ja, bring mir einen Negerkuss mit. Hier, der eine, das ist der Sohn vom Doktor. Ja? Wenn ich's dir sage, du, da geht mir ein Licht auf. Der Doktor hat die Inken wieder zu sich genommen, weil der Sohn sich an der Inken vergangen hat. Inken, lass uns doch endlich darüber reden. Nein. Wir sind doch vernünftige Menschen. Was wollte der denn von dir? Ach, das ist unser Kleinstadt-Playboy. Na komm. Komm schon. Steck den Megakon. Tag, Papa. Tag, Inge. Es ist Eike. Holger kennst du ja schon. Tag. Sag ja. Wohnst du hier in Dickelsen? Nein, nein, Herr Pastor. Nur gelegentlich. Ich bin der Sohn vom Doktor. Ach, so, so. Da kennst du wohl Inken schon lange, oder? Papa, nun fang nicht damit wieder an. Eike ist auch nicht der Vater. Ja, dann hast du jetzt also 2 Freunde und keiner von beiden ist. Ja, stimmt. Na, dann kommt rein. Hast du das gesehen? Kaum geschieden und schon eine neue. Bei denen liegt doch die Liederlichkeit in der Familie. Ja. Es heißt ja, dass schon der alte Doktor mächtig fremdgegangen ist. Sie stand mit dem Nudelholz hinter der Haustür, wenn er nach Hause kam. Jawohl, und dann ging es. Peng, peng. Au! Die nehme ich. Holger! Okay, du musst verrückt sein. Nein, ich bin ganz klar bei Verstand. Wie viel macht das? 1,80 Mark, bitte. Das ist Körperverletzung. Klar, aber es hat mir richtig gut getan. Ja, danke. Da drüben ist das Amtsgericht. Wenn ihr mich anzeigen wollt, ich lege freudig ein Geständnis ab. So, und einmal danke. 20, bitte. Allerdings bringe ich bei dieser Gelegenheit zur Sprache, wer den Herr Pastor mit bösen Gerüchten so aufgehetzt hat, dass er auf meinen Sohn losgegangen ist. Das ist eine ganz unangenehme Person. Natürlich. Was meinst du wohl, warum der alte Dr. Mattison fremdgegangen ist? Bei der Frau. Er könnte heute noch leben, wenn sie nicht so schikaniert hätte. Also dann, tschüss. Dann. Tschüss. Fährst du nicht mit? Servus, Letzte. Willst du mit uns fahren, Kerstin? Danke, ich hab mein eigenes Programm. Ja, siehst du? Ach, Oma, kann ich mir 2 Schnapsgläser ausleihen? Sicher, in der Küche, im Schrank.
Dir ist wohl nicht danach zumute, mir zu sagen, was du vorhast. Nein. Ach, lass sie kommen. Ja, sicher. Nur der Schnaps gefällt mir nicht. So, ich bin soweit. Lütchen, da muss ich mir ja sicherheitshalber eine Pistole anstecken. Das ist bestimmt wieder ein ganz blöder Witz. Wieso? Wir wollen schön essen gehen in die alte Mühle. Und der Bohm fällt ja bekanntlich über jede schöne Frau her. Danke. Die Einladung geht nach wie vor. Willst du nicht mitkommen, Mutter? Bin froh, wenn ich euch mal ein paar Stunden nicht sehe. Alle sind weg. Seit Monaten hatte ich nicht dieses Glück. Kommt nicht so bald wieder. Eine tolle Frau. Ist ja auch meine Mutter. Sich überhaupt nicht für mich. Dann muss er wohl krank sein. Sehr zum Wohl. Prost. Das tut gut, was? Naja. Aber wenn die Pflegerin kommt, dann müssen wir auch die Gläschen schnell verschwinden lassen. Aber das tut gut, was? Jetzt lebe ich wieder. Zufrieden? Ja, sehr. Entschuldige mich bitte, ja? Marc? Ja? Ich möchte die Rechnung. Haben Sie eine Sekunde Zeit für mich? Ja, bitte. Probleme? Ich habe schon bemerkt, dass Sie gar nicht mehr Ihren frauenverzehrenden Charme versprühen. Wissen Sie, es ist... Sagen Sie, unser Gespräch, das fällt doch unter Ihre ärztliche Schweigepflicht, oder? Handelt es sich um eine Krankheit? Nein, nein. Ich meine, so gesehen schon... Die Inken kriegt doch ein Kind. Das ist bekannt, ja. Das ist von mir. Ich nehme es jedenfalls an. Ja, nicht, dass die Inken, ich meine, sie ist ja kein Mädchen, das... Sie richtig. Ja. Da wollen Sie nicht zur Sache kommen. Ja, ja. Sehen Sie, was mich anbelangt, ich meine, Sie wissen vielleicht, ich bin ja eher so ein Typ, der mit Frauen öfter... Das darf man ebenfalls als bekannt voraussetzen. Ja. Also... Ich bin von der Inken erwischt worden. Mit einer anderen, kurz nachdem wir beide... Sie verstehen? Ja. Und? Ja, von da war ich Luft für Sie. Das kann Sie als Dauerbeizer doch nicht erschüttern. Ich habe das doch mit den Frauen bisher nicht so ernst genommen. Aber dass die Inken ein Kind kriegt, das weiß ich doch erst seit ein paar Wochen. Seitdem versuche ich mit ihr zu reden, aber... Worüber? Worüber? Über Sie, über mich, über das Kind. Verstehe Sie richtig? Wollen Sie Inken heiraten? Ja? Warum nicht? Weil da, wie Sie vorhin ganz richtig bemerkt haben, noch zahlreiche andere Damen sind. Ach, das ist doch Quatsch. Ich meine, das ist natürlich kein Quatsch, aber Sie sehen das falsch, Doktor. Der Inken könnte ich treu sein. Ich weiß, dass ich der Inken treu sein kann. Könnten Sie ihr das sagen? Ihnen wird sie glauben. Sie haben viel für sie getan. Das würde sie mir nicht glauben. Weil es mir nämlich an der notwendigen Überzeugungskraft fehlen würde. Tada. Und was den Pfarrer Eckholm betrifft,
Auweia. Wenn ich als Unschuldiger schon eins auf den Deckel bekommen habe, was wird da erst für eine Tracht Prügel auf Sie warten, wenn es rauskommt? Naja, ist ja nicht ganz unverdient. Könnten Sie nicht auch vielleicht mit dem Pfarrer? Nee, mein Lieber. Das ist Ihre Sache. Mit Inken. Schön. Ich werde mit ihr reden. Sie sind ein Engel, Doktor. Sie sind natürlich Gäste des Hauses. Danke. Ist er immer so großzügig? Na, wenn er was will. Und was will er? Amtsgeheimnis. Die Flasche nimmst du wieder mit, Kerstin. Das nächste Gläschen können wir doch erst trinken, wenn du mich wieder besuchst. Ja, das dauert jetzt aber eine Weile. Ich muss ja heute zurück nach Hamburg. Morgen fängt die Schule nämlich wieder an. Ach, das ist doch nicht so schlimm, wenn du deinem Vater sagst, dass du mich wieder in Dekelsen besuchen willst. Dann kommst du halt wieder zu mir. Und jetzt geh, mein Bernd. Ich komme bestimmt wieder. Ja. Das nächste Gläschen trinke ich sowieso erst wieder, wenn du mich wieder besuchst. Also dann, das ist gut. Herzlichen Dank, es war irrsinnig schön. Schön, Oma. Also, das passt mir auf mein Pony auf, ja? Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen, vielen Dank für alles. Habt ihr euch nichts vergessen? Danke. Doch, die Enkel. Schade, dass ich nicht mitkam. Tschüss. Komm bald wieder. Ja? Klar. Tja, ich muss dann auch mal los. Tschüss, Herr Doktor. Wenn du nicht in Eile bist, würde ich gerne eine Kleinigkeit mit dir besprechen. Ich bin nicht in Eile. Na, dann komm. Bitte setz dich. Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Sie möchten nicht, dass Eike mit einem Mädchen, das ein Kind bekommt. Ach, wie kommst du denn darauf? Oder bist du in Eike verliebt? Nein. Auch nicht in Holger. Na also. Weißt du, bevor ich dir jetzt eine Frage stelle, sollst du wissen, dass deine Antwort bei mir unter die ärztliche Schweigepflicht fällt. Sie wollen wissen, von wem das Kind ist. Das muss ich nicht fragen, das weiß ich. Das Kind ist von Mark Bohm. Woher wissen Sie das? Er hat es mir gesagt. Ach ja? Ich dachte, das normale ist. Bei Typen wie ihm, dass sie behaupten, es könnte jeder gewesen sein. Trotzdem, spielt keine Rolle. Ich war damit allein fertig. Das glaube ich dir. Aber warum willst du nicht wenigstens noch einmal mit ihm reden? Was soll das denn für einen Sinn haben? 2 Tage, nachdem er mir Liebe und Treue geschworen hat, lag er mit einer anderen im Bett. Und das tut ihm jetzt leid. Was glauben Sie ihm etwa? Denken, welchen anderen Grund sollte er haben, dich heiraten zu wollen? Das weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Na, ich rate dir nicht, ihm das alles sofort zu verzeihen. Aber? Er hätte dich doch nie rumgekriegt, wenn du es nicht gewollt. Wenn du ihn nicht geliebt hättest. Das ist Vergangenheit. Ein Kind, das ist keine Vergangenheit. Ein Kind, das ist Zukunft. Wenn du, wie gesagt, nach dem Motto alles verziehen und vergessen wieder zu ihm zurückkehren wolltest, dann rate ich dir ab, und zwar dringend. Aber warum nicht herausbekommen wollen, ob es ihm ernst ist? Wenn deine Liebe zu ihm Vergangenheit ist, was hast du zu befürchten? Behandle ihn einfach freundlich. Das kostet dich ein Lächeln. Du führst Regie, nicht er. Und sage jetzt auch nicht, gut, das mache ich. Sag gar nichts. Schlaf darüber. Denk mal nach. Auch über dich. Weiche nicht aus, indem du dich
indem du dich in Verachtung einigelst. Es wird auch dir leichter und angenehmer sein, wenn du einmal sagen kannst, das ist Mark Bohm, dein Vater. Denn Fragen stellen Kinder immer. Gut. Ich denke drüber nach. Mach's mal gut, Inken. Tschüss. 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 Tschüss, Inken. Na? Wird das was? Inken? Quatsch. Mit Sabine und dir. Ach du liebes Bisschen, warum soll das gleich was werden? Wir waren spazieren und essen. Ihr sagt jetzt du zueinander. Ja, ja. Aber wir kennen uns noch viel zu wenig. Außerdem, ich will keine neuen Probleme. Na ja, ist mir klar. Probleme willst du nicht. Denk aber auch mal an mich, ja? An dich? Was hast du denn damit zu tun? Ich möchte mich auch mal zur Ruhe setzen. Ach nee. Bisher hatte ich immer den Eindruck, dir könnte es gar nicht turbulent genug zugehen. Ja, ja, schon. Aber irgendwann will ich dich auch mal in guten Händen wissen. Ja. Die 20 Jahre mit Annemarie waren ja mehr eine Wildwasserfahrt als eine Ehe. Man hat sich immer nur gefragt, wann kentert er? Du hast es verdient, mal auf Rede zu gehen, General überholt zu werden. General überholt? Liebe Mutter, ich bin kein Wrack. Und um in deinem bildhaften Vergleich zu bleiben, die Wildwasserfahrt mit Annemarie, die hatten doch auch ihren Reiz. Es geschah immer etwas Überraschendes. Na schön. Aber das Kapitel ist ja nun abgeschlossen. Ich will dir ja nur sagen, mir gefällt die Sabine. Die passt auch hierher. Ist nicht so zickig, unberechenbar und exaltiert wie Annemarie. Es ist nicht nötig, dass du dich schon zur Ruhe gesetzt hast, ehe du das kapierst. Und wann kapierst du endlich, Mama, dass ich keine 17 mehr bin? Nie. Damit du es weißt, nie. Mal schnell her. Störe mich nicht. Ich arbeite meine Predigt aus. Musst du ausgerechnet jetzt Fenster putzen? Die Inken lässt sich vom Mark Bohm anquatschen. Was? Wo? Na da. Ja, stimmt. Ich habe mit dem Doktor gesprochen. Es ist doch auch kein Zustand, Inken. Kann sein. Warte, bleib doch mal stehen. Wenn es soweit ist, wenn das Kind kommt, darf ich dich dann besuchen, dich und das Kind? Es ist noch nicht soweit. Ja, aber ich meine auch jetzt, wenn dir was fehlt. Mir fehlt nichts. Na, ich verstehe schon. Hast ja auch recht. Was ich dir sagen will, ist, ich drücke mich vor nichts. Ich glaube nicht, dass es hier der richtige Ort ist, um drüber zu reden. Stimmt. Wir sollten uns woanders treffen. Mark. Nur für ein paar Minuten. Das missfällt mir aber. Ich möchte bloß mal wissen, was die so lange zu bereden haben. Der macht sich doch an alle ran. Da hört man ja schöne Geschichten. Da hat mir doch die Frau Sellmann, die beim Bäcker Ehlers arbeitet, erzählt, der Mark Bohm soll doch mit einer... Das missfällt mir ganz außerordentlich, Margarete. Erst befreundet sie sich mit diesem Holger, dann mit dem Sohn vom Doktor, dem Eike, und nun bändelt sie sogar noch mit dem Casanova von Dickelson an. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt der Mensch ganz ungeniert. Ja, ja. Aber wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Denk an deine Sünden und bring mich nicht gegen Linken auf. Kaum, dass wir gerade so leicht nicht wieder miteinander rauskommen. Also, Herr Pastor, was die Sünden angeht, da sollten Sie lieber ganz ruhig sein. Halt den Mund. Inken, ich
Ich will dich wirklich nicht bevormunden, jetzt, wo du... Wo ich? Wo du selbst bald sozusagen... Also, es ist keine Kritik an dir, was ich jetzt sage. Nur eine väterliche Empfehlung, ist ein guter Rat. Am helllichten Tag auf der Straße zu stehen und mit Marc Bohm herumzumachen. Herumgemacht? Haben wir eigentlich gar nicht. Nur geredet. Ja, ja. Schön, schön. Aber wäre es denn nicht auch für dich sehr unangenehm, wenn das Gerücht entstünde, dass er es war, der dich in gesegnete Umstände gebracht hat? Ja, mit drei Männern könnte es in der Öffentlichkeit heißen. Lässt sie sich sehen. Nur nicht mit dem Vater ihres Kindes. Doch, doch. Jetzt schon. Ja? Ja, wer ist es denn? Wir sprechen die ganze Zeit über ihn. Nein. Marc Bohm ist es nicht. Ganz schon lieber der Doktor oder sein Sohn ist es, dünne Jacke. Aber nicht Marc Bohm. Ist es nicht wahr? Bitte. Doch, Vater. Ich bringe ihn um. Dann hat mein Kind keinen Vater. Ich bringe mich um. Ach komm, Vater. Bitte. Ingen. Bist du sicher, dass es kein anderer sein kann? Papa! Papa? Im Gegensatz zu dir ist Marc Bohm ein Mensch von nobler Gesinnung und hohem Anstand. Auf den Gedanken, dass ich noch einen anderen gehabt haben könnte, ist nicht einmal er gekommen. Papa, wohin gehst du denn? Na, wo geht ein Pastor schon hin, wenn er die Welt nicht mehr versteht? In die Kirche natürlich. Trost und Rat bei dem da oben suchen. Der Bohm, der Marc Bohm. Oh nein, mach, dass ich nur träume, Herr Mim. Nicht der Marc Bohm. Ich muss ihn umarmen. Na, sag mal, bist du Blaubohm? Nein. Der Doktor macht Krankenbesuche. Oh, das ist schade, Ivy. Rufen Sie mich an, wenn er zurück ist, ja? Es ist furchtbar wichtig. Bitte. Na, das können wir auch anders haben. Komm. Wilhelm, solltest du dir mal einen zweiten Hund anschaffen, was? Immer mit der Ruhe, Doktor. Immer mit der Ruhe. Keine Angst, Carsten, ich gebe ihm eine Beruhigungsspritze. Sag mal, bist du inmitten einer Schafherde? Ja, und schönen Gruß an Marc.